Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer kurzen Information, bevor ich jetzt diese Videos durchrendere. Hier einmal als kleine Info, Part 44 bis Part 48 von Let's Play Watch Dogs. Da dürft ihr euch bitte nicht wundern. Ich war in dieser Aufnahmesession ein bisschen, ich will jetzt mal sagen, neben der Spur. Lag ein bisschen gesundheitlich bei mir mit zusammen und ja, also es, ich sag mal so, es lag wirklich an meinem Diabetes und genau deswegen, also ich habe auch manche Folgen, da sah ich dann die falsche Folgennummer und also ich war jetzt auch schon drauf dran, diese gesamte Aufnahmesession zu löschen, aber dadurch, dass ich jetzt in dieser Session, glaube ich, drei oder vier Kampagnen Missionen gemacht habe, wollte ich die jetzt nicht außen vor lassen. Daher einmal als kurze Info vorweg bei Part 44 jetzt, von Part 44 bis einschließlich Part 48, leichte Desorientierung vom Kegel. Das sei mir bitte verziehen, wenn euch das doch nicht gefallen sollte, dann überspringt einfach diese Folgen. Und ab hoffentlich Part 49 bin ich dann soweit wieder richtig auf dem Damm und dann geht es auch vernünftig weiter. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Das ist nur mal eine ganz kurze Info so am Rande für diese kleinen 5 Folgen und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Bis zur nächsten Aufnahmesession. Ciao! Und damit herzlich willkommen zurück zum 44. Part von Let's Play Watch Dogs bei mir im Kegel. Ja, ich hatte jetzt ja in der letzten Aufnahmepause, hatte ich mich ja um die Gangverstecke bzw. Gangangriffe gekümmert, die 6, die jetzt hier freigeschaltet waren. Ich habe sie alle gut abgeschlossen. Ich habe das ja im letzten Part auch noch zum Schluss kurz mit reingeschnitten. Und was haben wir denn da? Ach, das ist das hier mit Tobias, alles da. Und ich habe jetzt erstmal einige Fähigkeitenpunkte zu vergeben. Das wollte ich mit euch zusammen machen. Es sind insgesamt 22. Und also ich denke mal, da können wir bestimmt so einiges, da können wir bestimmt einiges machen. Und erstmal hier im Kampf gucken. Was haben wir denn hier? Reduziert durch Explosion erlittenen Schaden drastisch. Das ist schon mal sehr gut. Nehmen wir mit. Für 3 Punkte können wir das machen. Wird die Nachladegeschwindigkeit für alle Waffen? Ja, 5 Stück. Ja. Die Tragekapazität von Sprengstoffe. Was haben wir hier? Verlängert die Dauer des Fokus. Ja gut, Fokus habe ich ja ehrlich gesagt noch gar nicht so weit eingesetzt. Müsste ich dann vielleicht auch mal irgendwie anfangen. Ach, hier kritischer Fokus. Ach du Scheiße, gibt's auch noch. Na, Dankeschön. So, Schrotflintenexperte. Erhöht Fahrzeugschaden mit Schrotflinte. Okay. Da gibt es dann Automatikwaffen mit höherer Genauigkeit. Ah ja. Okay, wir gucken aber erst noch mal hier ganz kurz weiter. Was haben wir hier? Dampfleitung unter der Straße zu überlassen und zu sprengen. 3 Punkte, ja. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Hacken Sie Gegner, um sie mit einer Rückkupplung, jawohl, Rückkopplung in ihren Headsets zu verwirren. Könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen. So, was haben wir hier? Fügt ein extra Energiefeld hinzu. Oh, kommen 5 Punkte. Ja, könnten wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Markiert Zivilisten, die gute Heckbelohnungen versprechen, wie Systemschlüssel, volle Bankkonten und Luxusfahrzeuge. Nehme ich. So. Erhöht nochmals die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Okay, aber dafür brauche ich jetzt jeweils 5 Stück. Ich will nochmal ganz kurz hier beim Fahren reingucken. Was brauchen wir denn da noch?
verringert die Wahrscheinlichkeit von Reifenpannen. Ja gut, die werden so oder so passieren. Verbessert das Fahrverhalten abseits der Straßen und Gras, Erde. Was haben wir hier? Einmal das TTOS-Scan und NPC-Gegner zu erkennen und zu markieren. Kostet 3. Sofortige Fokuserholung bietet. Oh. Wenn er Bewegung registriert. Ja, sind 3 Punkte. Das sind auch 3 Punkte. Ich glaube, den müssten wir erstmal mitnehmen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir noch 10 Punkte übrig. Können wir doch gar nicht mehr so viel holen. Aber ist ja egal. Ich würde sagen, wir holen uns hier dieses Ding noch. Und dann ruhig noch das extra Energiefeld. So, dann haben wir nämlich da erstmal die ganzen Punkte vergeben. Sieht soweit ja gar nicht schlecht aus. Also mit dem Hacken bin ich jetzt im Fortschrittsbalken soweit fast durch. Und im Fortschritt selber, ich dachte eigentlich, man könnte jetzt mal gucken, wie viel Prozent wir gerade haben. Stufe 23 von 50, also die Hälfte haben wir da schon fast durch. Sehr schön. Was haben wir hier? Ungenutzte gehackte Bankkonten. Okay. Sehr schön. Alles klar. Gut, dann gucken wir jetzt erstmal auf die Karte. Wo haben wir jetzt die nächste Hauptquest? Die ist hier unten. Ein fast leeres Plätzchen. Da müssen wir uns wahrscheinlich erstmal in den Bunker reinbegeben. Und das werden wir jetzt gleich erstmal angehen. Wie gesagt, hier mit den... wo war es jetzt? Hier mit den CTOS-Kästen, da habe ich mich noch nicht schlau geguckt. Wie gesagt, das werde ich dann auch nochmal in der Aufnahmepause irgendwie dann nachgucken. Und wegen den CTOS... wegen den CTOS-Codes. Klar. Wegen den QR-Codes, das machen wir dann ja, wenn alle Gebiete freigeschaltet sind. Dann machen wir dann gleich alles zusammen durch. So. Das ist markiert. Alles klar. Dann, Jordi, ich glaube, ich brauche ein Auto. Jordi, gib mir mal bitte ein Auto. Was hast du denn hier Schönes im Angebot? Auf jeden Fall kaufen tue ich mir erstmal keins. Hier kommt so ein schönes Muscle Car. Der sieht doch gut aus. Okay, es ist alles bereit. Sehr schön. War das schnell genug? Erstmal ja. Hä? Achso, das war gerade die Mission, die angedingst ist. Ey, ich bin nicht der Richter. Ich bin Verbrecher. Oh. Moment. Alter! $10.400. What the fuck? Gut. Also ich glaube, ich habe jetzt ausgedient. Also beziehungsweise ausgesorgt, ausgedient. Das hört sich auch gut an. Wunderbar. Also jetzt immer schön drauf achten, wo diese blauen Umrandungen sind. Ich war das nicht. Das war schon so. Straße war uneben. So, übrigens, die nächsten Gang-Verstecke, die es ja dann noch hier geben wird, ich glaube, es sind, lass mich lügen, 15 Stück. Und 6 haben wir jetzt gerade beendet. Die restlichen werde ich dann auch ohne Aufnahme bedingsen. Dadurch, dass ich mich da einfach viel besser konzentrieren kann. Weil wenn ich dann jetzt die ganze Zeit dann dazwischen labern muss, ist das dann nicht ganz so einfach. Und genau deswegen wäre das ganz gut, wenn ich das dann so mache. So, ein fast leeres Plätzchen. Na, mal gucken, wie leer das Plätzchen wirklich ist. Gibt's auch einen Keks dazu? So. Der Bunker. Clara glaubt wirklich an diese Legende.
Und Tobias war ziemlich aufgeregt. Mythen interessieren mich nicht. Aber wenn ich Niki zurückkriege, soll's mir recht sein. Dann sehen wir zu. So, erreichen Sie den Bunker. Hast du Tobias gefunden? Hab ich. Und? Wir spielten Poker, redeten ein bisschen. Was hat er gesagt? Clara, es gibt ihn. Hab ich ja gesagt. Geh nicht ohne mich rein. Bin unterwegs. Keine Sorge. Ich muss den Strom wieder anstellen und dann noch den Eingang finden. Ich seh dich dann. Okay, hacken Sie die Brücke und drehen Sie sie. Schalten Sie die Generatoren ein, um den Bunker zu aktivieren. Okay, dann gehen wir hier mal rüber. Ach du Scheiße, das sind sogar mehrere. Na, ganz toll. Oh, ist ein kaputtes Auto. Das sieht auch schön aus. Naja. Ich hätte mir vielleicht ein Auto mitnehmen sollen, aber ich glaube, in dem Gebiet kann man auch ein bisschen schlecht mit dem Auto fahren. Naja, wir werden erstmal gucken, was jetzt... Boah, die Sonne blendet. Was es hier so abgeht. Auf jeden Fall, hier sieht es aus, als wenn hier... Hier ist ein Motorrad. Wem gehört das denn? Kann ich dann gleich für die anderen beiden Dinger nehmen. Alter, noch ein Motor... What the fuck? So, wie kommen wir da oben drauf? Okay, ich muss andersrum. Scheiße. Ich habe mich verlaufen, Entschuldigung. Wenn wir da... Hä? Oh! Ja, ich habe das Motorrad gerade ein bisschen gedingst. So, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das klappt jetzt, dass man da hochkommt. Oder ich muss gleich nochmal. Ja, gut, ich gucke jetzt erstmal hier oben. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen. Ah, wunderbar, das klappt. Dankeschön! So, okay, hier geht eine Leitung lang. Oh, oh. Nicht runterplumpsen hier, das wäre nicht so gut. Da ist eine Kamera. Da auch, die sind ja auch gut aufgebaut hier. Okay, den hätten wir entriegelt. Ich hoffe, das hat jetzt auch irgendwas gebracht. Wir werden mal gucken. Kann man was sprengen. Ja, ganz toll. Aber gebracht hat es jetzt ehrlich gesagt nichts. Gut. Na, man muss sich hier erstmal ein bisschen umgucken, ne? Daher, also lasst mir bitte diese, ja, diese Dingens hier. Hupsala. So, jetzt gehst du hier erstmal rum. Was machst du denn? Hä? Was zum Teufel? War ich da oben jetzt doch richtig? Hä? Also ich blicke hier gerade nicht so ganz dran lang. Das muss ich jetzt gerade so mal zugeben, wie es jetzt gerade ist. Ich habe doch da oben gerade gar nichts weiter gesehen. Was ist das denn? Warning, your system has become unstable. Retry, ignore, abort. Das ist auch gut. Scheint auch noch irgendwas drin zu sein. Ach komm, ist jetzt egal. Wir wollen ja hier mal ein bisschen weiterkommen, ne? Ich glaube nämlich, dass die 20 Minuten jetzt auch gleich schon wieder um sind. Ach so, ja gut.
lachst du denn so dumm? Ich habe auch Gefühle. So. Noch zwei. Es sind noch zwei Generatoren übrig. Der Generator ist gerade angesprungen. Wir brauchen mehr Power. Siehst du einen Eingang? Wie würde Blum wohl so einen Ort verstecken? Ich hoffe auf einen Geheimaufzug. Da komme ich nicht runter. Du ziehst einen Hebel und der Boden fällt in eine Geheimbasis unter der Erde. Unter Wasser? Wir sind auf einer Insel. Ich meine ja nur. Dann oben. Eins der Gebäude. Ich suche weiter. So, einmal nach unten klettern. Und wieder nach unten. Aber ich denke mal, ich werde jetzt diese zwei Generatoren noch in dieser Folge fertig machen. Weil wir hatten ja jetzt die ersten Minuten nur halt mit den Skillpunkten verbracht. Achso, das andere war ja hier hinten. Und ja, dann machen wir das einfach mal so. Dann wird die Folge jetzt halt mal ein bisschen länger. Aber das passiert eben auch mal. So, fahren wir einmal zu dem da hinten. Die Generatoren sind da hinten. Ich hacke das Tor. Ja, welches Tor? Hä? Komm ich aufs da? Hä? Wunderbar, das Ding geht da genau in diese, der Träger. Ach, da vorne ist eine Kamera. Na, ganz toll. Sehr gut, passt das jetzt? Ach, so. Naja. Muss einem dumm auch gesagt werden, ne? So. Jetzt Preisfrage Nummer 2. Wie komme ich da hoch? Das ist immer die größte Preisfrage, die man sich des Tages dann stellt. Aber hier müsste ja eigentlich irgendwo wieder ein Lift stehen oder ein Aufzug oder sonst irgendwas, dass man da hochkommt, ne? Glaube ich jedenfalls. Hm. Okay. Na gut, da kann man nicht drauf klettern. Handy hat er noch offen. Das Ding ist aber noch zu. Achso, Kamera. Hä, was nützt denn dann diese Kamera hier vorne? Astran, die nützt überhaupt nichts. Och, Mensch. Da kriege ich schon wieder zu viel. So. Wo komme ich da jetzt hoch? Ich laufe jetzt nochmal eben zu Fuß hier rum. Weil irgendwie eine Möglichkeit muss es ja geben, da aufs Dach zu kommen. Geht ja nicht anders. Glaube ich jedenfalls. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Tralalala. Oder vielleicht hier über die Container? Warte mal, mal eben gucken. Ah ja. Das muss einem auch gesagt werden. Wer dem zu, zerquetscht mich jetzt. Das wäre nicht so gut. So. Du darfst. So, ich glaube, dann ist nämlich auch kein Problem, da an diesen zweiten Generator dran zu kommen. Hoffe ich. Hm.
Na, sehr schön. Das ist voll. Bin ich auch gleich. So, das war Generator Nummer 2. Fast geschafft. Bringst du uns online, wenn wir drin sind? In meinen Kreisen ist das der Fund des Jahrhunderts. Wenn ich vermassle, gebe ich meine Hackerkarte ab. Du hast tatsächlich eine Hackerkarte? Bring uns rein. Vielleicht zeige ich sie dir eines Tages. Ich arbeite dran. So, das nehmen wir dann natürlich auch noch mit. Na, sehr schön. Ingenieure 3. So, ach, da ist noch eins. Alter, was ist hier alles versteckt, sag mal. Muss ich doch bestimmt hier erstmal hoch, so wie ich mein Glück kenne. Dann hier einmal rüber. Und dann hier rüber und da rüber. Und lass mich raten, das reicht noch nicht, oder? Natürlich nicht. Also, ich brauche eine Cam. Da ist eine Cam. Sehr schön. So. Ach da. Entriggert. So, einmal die Bude aufmachen. So, und wo ist das? Ach, da unten. Da unten ist es. Haben sie die Dinger aber gut versteckt hier, also Respekt. Ich bin begeistert. So. Was haben wir hier? Oh. Elektronische Teile nehme ich gerne mit. Sehr schön. Betreten Sie den Bunker. Und ich würde sagen, den Bunker betreten wir jetzt erst im nächsten Part. Ich hab das System online gehen hören. Warte auf mich. Warum? Ist doch sicher. Da war seit Jahren niemand drin. Weil ich dein Gesicht sehen will, wenn die Tür aufgeht. So, wie gesagt, wir machen jetzt mal eine ganz kurze Aufnahmepause und machen dann gleich weiter, damit wir den Bunker offiziell betreten können. Also Leute, bis gleich zur nächsten Folge und schreibt bitte Kommentare und Bewertungen abgeben. Dankeschön, tschüssi!